Was geht ab, Leute? Wir sind zurück bei Pet Simulator 99 mit meiner absoluten Rainbow Crew. Es sieht einfach so heftig aus. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir wirklich fast alles Rainbow haben. Ihr seht, also es fehlen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Rainbow Pets. Und dann sind wir eigentlich komplett fein. Also wir haben jetzt hier noch einige goldene. Hier haben wir noch einen Shiny dabei. Und ich glaube 3, 4, 5, 6 goldene. Aber die werden natürlich nacheinander ausgetauscht, dass wir dann wirklich irgendwann mal komplett full Rainbow sind. Das ist ja das komplette Ziel. Wir werden heute dickes Pack-Opening machen, werden heute uns einige Huge Pets holen, werden diese vielleicht verkaufen. Wir brauchen noch einiges an Huge Pets und ich habe ein neues Level Up. Das heißt, wir können ein weiteres Haustier ausrüsten für 1,45 Millionen. Zack! Können wir ein neues Haustier ausrüsten und wir können jetzt insgesamt 89 Haustiere komplett dabei tragen. Ich werde mal alle komplett hier 89 auswählen. Das Ganze sieht dann so aus. Boah, das sieht auch schon heftig aus, ne? Also, das sieht ultra krank aus. Denn wenn wir einmal hier weitergehen, wir sind nämlich jetzt Overlord und können ja auch nochmal für 1,14 nochmal ein weiteres Eck kaufen. Wir sind fast komplett durch. Bis Rang 18 kann man ja aktuell durchspielen. Das Problem ist, ich bin gerade ein bisschen faul, was Leveln angeht. Ich habe jetzt eher immer die letzten Tage gefarmt und ich habe extrem krasse viele Sachen gefarmt. Wir gucken mal kurz in der Post rein, in die Post. Wir haben gerade keine Mail drin. Schade, Marmelade, aber ist auch nicht so schlimm. Wie, ich zeige euch mal, was ich alles gefarmt habe. Und zwar, ich habe über Nacht laufen lassen und wir haben so viel Zeugs bekommen. Wir haben 42 Charmstones im Wert von 2,7 Millionen Diamanten. Und da kann ja immerhin ein Royalty-Charm drin sein. Also dieser Royalty-Charm ist aktuell 5 Millionen Diamanten wert. Ich mache mal jetzt alle auf, Leute. Let's go, wir machen hier direkt alle auf. Ich hoffe, dass wir irgendwas Dickes rauskriegen. So, Doppelklick, Doppelklick. Oh, so, wir haben alle aufgemacht. Und was ist drin? So, Glittering Charm ist okay. 2 Millionen hat das Ganze gekostet. Und wir sind... sind wir plus? Ah, ich glaube, nee. Also wir haben leider nicht einen Royalty Charm bekommen. Wir haben, glaube ich, 2 Glittering Charms bekommen. Und 2, 3 Diamant Charms. Ja, also wir hatten viele ja auch schon selber gehabt, Leute. Hm. Ja, ich sag euch, ja, also war jetzt nicht unbedingt große Ausbeute. Aber wir haben natürlich noch andere viele Sachen, die wir heute aufmachen werden. Und zwar, ich werde erstmal hier das aus der Kiste rausnehmen. Und zwar, das sind hier alles meine Charms, die ich habe. Boah, ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich werde die wahrscheinlich irgendwann mal alle verkaufen, weil das sind ja die Müllcharms, die eigentlich keiner meiner Meinung nach braucht. Zumindest ich nicht, weil ihr wisst ja, ich mache ja auf alle meine Rainbow-Pets nur Royalty-Charm drauf. Und ich habe auch in den letzten Tagen was Besonderes gemacht. Und zwar auf unser Titanic Silver Dragon, was gerade einen Wert hat von 977 Millionen Gems. Das ist ja hier unser Super Titanic, Leute, was fliegen kann. Und hier habe ich einen Overlord-Charm drauf gemacht. Warte mal, wir müssen einmal kurz hier landen. Da habe ich nämlich einen Overlord-Charm drauf gemacht, der alleine 5 Millionen kostet. Und dieses Pet hat jetzt die maximale Anzahl. Also wir haben überall Royalty-Charms drauf und Overlord-Charms. Das Ding ist extrem stark. Das Pet ultra stark. Das gleiche haben wir auch hier bei unserem Hologramm-Cat gemacht. Auf der Hologramm-Cat war leider schon ein Beweglichkeit-Charm drauf gewesen, der natürlich sehr, sehr schlecht ist. Aber die anderen, die jetzt drauf sind, sind absolut overpowered. So wie, ihr wisst ja, auf den fast alle Rainbows ist auch schon mindestens ein Royalty-Charm drauf. Also unser Team ist extrem stark. Wir können ja gerade mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo in der Rangliste sind. Warte mal, wir sind sogar... Oh mein Gott, Leute, wir sind sogar Top 100, oder? Warte mal. Ah, ganz knapp, Leute. Mit Tap Power sind wir gerade bei 1,6T. Okay, nicht so schlimm. Nicht schlimm, Leute. Bei Overall Rap. Oh, okay, da sind wir echt weit hinten, Leute. 7B haben wir, 18,5B bräuchten wir, um auf die Top 100 zu kommen. Boah, das ist crazy. Das ist wirklich crazy. Also da haben Leute, ich will nicht lügen, 5, 6, 7, 8.000 Euro in ihr Account reingesteckt. Vollkommen krass. So, was haben wir noch, Freunde? Wir haben extrem viele Bundle O Toys, Bundle O Potions und Bundle O Flex. Ich werde mal hier einmal den Autoklicker auspacken. Und hier sind ja auch richtig viele Sachen drin. Also wir können das jetzt alles hier mal aufmachen. Ich glaube halt nicht, dass hier irgendwelche krassen Sachen drin sind. Also ich weiß nicht, ich glaube, hier kann nichts Krasses drin sein. Oh, mal gucken, mal gucken, mal gucken. Boah, Junge, das ist hier Geburtstag und alles. Wir feiern alles in einen. So, okay. Ah, okay, das sind hier die ganzen Spielzeuge. Oh, ja, gut.
Also das ist, da ist jetzt natürlich auch nicht irgendwie was Krasses drin. Klar, die Spielzeuge sind gut zum Leveln. Damit kann man gut irgendwie Sachen farmen und so. Deswegen ist es ganz gut zu haben. Haben wir jetzt alles mal aufgemacht. Das gleiche ist natürlich hier in den Flex drin. Obwohl in den Flex kann, glaube ich, ein bisschen was Seltenes drin sein. Warte mal, da könnte sogar so eine OP-Flagge drin sein. Ja, aber ist hier auch... Ja, eine Fortune-Flag, okay, aber ist jetzt auch nichts sonderlich Spektakuläres rausgekommen. Hier vielleicht irgendeine krasse Verzauberung, kann ja sein, dass wir hier irgendwas Krasses kriegen. So, ich bin mal gespannt. Ja, okay, das ist alles normal. Hier haben wir einmal Critical, auch nichts. Speed, Strong Pads. Ja, bisher nichts Gutes. Ich weiß auch gar nicht, hier nochmal Strong Pads, aber ja, das ist eigentlich alles nur ein... Ich check gar nicht, warum sie das machen. Weil prinzipiell bringt das ja nicht so viel, ne? Also man muss sich hier nur die ganze Zeit alles öffnen. Aber jetzt irgendwie den dicken Loot ziehen wir jetzt hier nicht raus. Okay, ein Treasure Hunter Mythical. Kriegen wir hier vielleicht einen Cocktail, wäre gut. Das will ich nehmen. Der ist auf jeden Fall ein bisschen was wert. Der ist 200.000-300.000 Gems wert. Aber auch nur aus den Dingern auch nur Müll. Ist okay. Nehmen wir trotzdem mit. Was krass sein soll, sind die Dinger hier, Leute. Und zwar, das sind Mini-Chests. Die Mini-Chests, die wir hier haben, kosten 3 Millionen. Und hier soll wohl schon... Oha! Junge, also hier soll schon wohl ein bisschen was Heftigeres drin sein. Weil da steht auch geschrieben, wenn man die öffnet, bekommt man epische Rewards. Ich würde sagen, wir ballern mal alle durch. Ich hoffe, dass wir irgendwelche krassen OP-epischen Rewards bekommen, die uns dann auch wirklich... Ja, guck mal hier. Wir haben direkt erstmal hier weitere Bundles bekommen. Okay, sehr nice. Bundles, Lucky Block, Tap Power... Ja, Partybox, nichts ultra krasses bisher. Ja, Strong Pads, okay, das war jetzt schon ein bisschen was Besseres gewesen, aber auch nichts sonderlich Krasses rausgezogen. Dann haben wir hier die Lucky Blocks, Junge, die können wir auch in der Area hinstellen. Dann haben wir richtig viele Pinatas. Junge, die kosten 111 Pinatas, kosten 5,84 Millionen. Holy moly Macaroni, die sind auf jeden Fall einiges wert. Dann haben wir noch, 7,23 Millionen. Ey, ich habe 2 Tage gefarmt und ich habe so viele Sachen bekommen. Guckt mal alleine, wie viele Secret Keys ich habe. 13,5 Millionen. Und ich habe hier noch 33 Secret Keys, die ich selber herstellen kann. Ich weiß gar nicht, was ich mit den ganzen Secret Keys machen soll. Dann habe ich 177 Crystal Keys, die wir auch noch aufmachen können. Also heute ist... Junge, guck mal, wie lange das dauert. Leute, oh Gott, warte mal. Guck mal, wie lange das dauert. Junge, das sind... diese komischen Large Gift Bags. Ich lasse einfach mal durchlaufen, Leute. Wir gucken gleich an, was drin ist. Aber ich glaube, da wird auch nichts Krasses sein. Also, Leute, es dauert wirklich gefühlt eine ganze halbe Stunde. Ich habe schon gesehen, wir haben 1, 2 gute Sachen bekommen. Wie zum Beispiel 10 Charmstones aus den ganzen Geschenken. Sehr gut, haben wir alle aufgemacht. Und jetzt haben wir hier natürlich nochmal viele Secret Keys auch bekommen. Die auch nochmal hier viele Bundles bekommen. Aber was besonders gut war, werde ich euch gleich mal zeigen. Mal gucken, hier Fortune Flag, okay. Ja, also es war okay. Okay, hier was sehr Gutes, Leute, Charmstones. Die werden wir auch nochmal aufmachen. Vielleicht kriegen wir einen Royalty Charm raus, das wäre natürlich Jackpot. Ein Royalty Charm, Glittering. Ja! Yo, wir haben ihn bekommen, Leute. 4,34 Millionen Royalty Charm. Den werden wir direkt mal auf dem Haustier machen. Der noch keinen Royalty Charm hat. Und zwar der hier. Geil, Leute. Geil, geil, geil. Hat sich echt gelohnt. Hier haben wir jetzt 112 Secret Keys insgesamt. Ey, das ist... Also das ist wirklich... Junge, guck mal, jetzt haben wir hier schon wieder so viele Bundle-O-Toys. 150 Stück. Was soll ich mit den ganzen Plunder? Also, guck mal, wie viele Spielsachen... Das kann ich doch alles gar nicht aufbrauchen, Freunde. So viel ist das. Also, was soll ich damit? Aber wartet mal. Man kann die ja merchen, ne? Das Ding ist, ich habe davon auch schon 1618 Stück. Ey, es ist echt, also ich sag euch wirklich, wir haben einfach von allem zu viel. Hier haben wir irgendwelche Daycare-Slots noch, die alleine 5,42 Millionen wert sind. Ich verstehe das nicht, Bro. Ich verstehe das wirklich nicht. Das ist fast 1 Million wert. Okay, gut, haben wir erstmal soweit eigentlich alles aus dem Inventar leer. Wir haben hier natürlich auch extrem viele Potions. Und zwar, ich habe 19 Cocktails bekommen vom Farming, Leute. Und die Teile sind natürlich auch ziemlich krass. Ich frage mich nur, ich komme hier nicht durch, Leute. Hä, was ist das denn? Ich komme hier nicht durch, hä? Bro, wie random ist das denn? Ich bin einfach nicht durchgekommen gerade.
Irgend so eine unsichtbare Wand war da gewesen. Gut, ich würde sagen, wir machen unsere Dinger hier auf, unsere Kistenfreunde. Hier gibt es einen Huge Wizard Westie, ist 15 Millionen wert. Also wenn der kommt, könnte es natürlich schon sehr, sehr krass sein. Es gibt auch einige so heftige Sachen, die wir aus der Kiste ziehen können. Ich hoffe, dass wir irgendwas Gutes bekommen. Aber das, guck mal, das dauert auch. Ich check nicht, dass man hier nicht irgendwie die Kiste irgendwie anders aufmachen kann. Ich muss jetzt hier jedes Mal warten, bis ich hier drücken kann. Und das ist natürlich extrem selten, ne? Wenn wir das Huge hier bekommen, Bro, das wäre geil. Und das Gute ist, warte mal, ich werde mal einmal was machen. Ich werde mal das Zweier-Loadout nehmen. Das haben wir ein bisschen mehr Luck und so. Und da haben wir auch die Shiny-Bücher drin. Kann ja sein, dass wir vielleicht Glück haben. Und wenn wir den ziehen sollten, vielleicht in Shiny ziehen, dann ist das schnell mal doppelt bis dreifach so viel wert. Und wenn wir den in Rainbow Shiny ziehen, Freunde, dann machen wir hier wahrscheinlich 200, 300 Millionen Gems auf jeden Fall. Aber ich glaube nicht, dass wir Glück haben, ne? Also, bisher gerade wieder nur Müll. Ich würde sagen, Freunde, ich werde jetzt für euch hier in Schnelldurchlauf das einmal durchlaufen lassen. Weil sonst sitzen wir hier wahrscheinlich morgen noch. Falls wir was Krasses ziehen werden, werde ich mich natürlich melden. Ansonsten lassen wir das hier schnell im Zeitraffer einmal durchlaufen. Dass ihr seht, was wir so ein bisschen für Loot bekommen. Oh, Leute, wir haben gerade... Oh, das war eine gute Kiste hier gewesen. Wir haben gerade einen Charmstone bekommen und ein Exotic-Buch, was ganz gut ist. Wir gucken mal, was im Charmstone drin ist. Agility-Charm. Okay, das war jetzt das erste Gute. Also, wir hatten jetzt gerade im Wert von 100.000 Gems hier was aus der Kiste bekommen. Das ist so prinzipiell, muss man, glaube ich, schon sagen, hätten wir jetzt die Schlüssel einzeln verkauft. Also, wie gesagt, hätten wir die Schlüssel einzeln verkauft, hätten wir immer noch... Also, wir haben hier noch nichts irgendwie was Krasses bekommen, dass es sich jetzt irgendwie gelohnt hätte. Und da hätte es sich halt eher gelohnt, die Schlüssel zu verkaufen. Aber ich mache einfach mal weiter. Leute, wir haben jetzt ungefähr 100 Keys aufgemacht. Ich hätte eigentlich noch, ich habe noch 40 und ich könnte mir noch 214 weitere machen. Also Keywert, den ich ausgegeben habe, war irgendwie 2 Millionen, 3 Millionen Diamanten und ich habe noch nichts irgendwie in die Richtung bekommen, was sich gelohnt hätte. Also ich sage euch ehrlich, diese Kiste hier aufzumachen, das ist eine ganz schlechte Idee. Also, wenn ich überlege, wie viel Gems ich damit machen würde, hätte ich einfach immer die Keys verkauft und hier gar nichts aufgemacht. Ist auf jeden Fall geisteskrank, aber wir machen weiter. Wir haben noch einiges. Wir haben auch Charmstones bekommen. Vielleicht ist ja hier irgendwas drin, dass sich es irgendwie lohnt. Ja, aber auch nichts in den Charmstones drin. Weil die Charmstones könnten natürlich nochmal viel raushauen, wenn wir da irgendwie einen Royalty-Charm ziehen oder so. Aber bisher auch nicht. Also machen wir weiter auf. So, wir haben jetzt hier die letzten 3, 4 Schlüssel, muss ich noch durchballern. Dann haben wir 145 Schlüssel ungefähr durch. Und wir hatten ja geguckt vorhin, also die hätten wir verkaufen können, hätten wir 3 Millionen für bekommen. Leute, so haben wir jetzt aus den ganzen Sachen, wir haben nichts Seltenes bekommen. Also es hat sich wirklich hinten und vorne, hat sich das Ganze nicht gelohnt, außer wir ziehen jetzt hier noch ein Huge oder so. Aber das würde natürlich, okay, wir haben keine Schlüssel mehr. Das Problem ist jetzt, ich habe noch viele Schlüssel, guck mal hier, aber alleine die alle so zusammen, guck mal hier, Bro, man kann immer nur einen nach dem anderen machen, komm, nein, guck mal hier, man kann nur einen nach dem anderen machen und das muss ich jetzt 200 Mal machen, Freunde, und das werde ich jetzt mit einem Autoklicker machen,
dass das hier voll geht. Dann haben wir gleich nochmal ein paar Schlüssel. Und dann bin ich gespannt. Dann haben wir hier über, also wenn wir hier fertig sind, über 400 Schlüssel locker reingeballert. Mal gucken, was wir rauskriegen. Ich bin gespannt. So, wir haben jetzt nochmal 214 Crystal Keys in einem Wert von fast 6 Millionen Gems, Leute. Alleine das Zusammenführen hat gerade richtig lange gedauert. Und ich stelle mich jetzt hier nochmal hin, Freunde. Wir werden jetzt die nochmal durchballern. Alleine das Durchballern jetzt wahrscheinlich, dass wir hier überhaupt alle aufgemacht haben, würde es nochmal 20 Minuten dauern. Ich werde gucken, Freunde, ob wir was kriegen. Ihr werdet hier wieder im Schnelldurchlauf sehen. Und ich hoffe, dass wir hier irgendwas rausziehen können. Okay, Bro, was? Wie random kam das denn gerade? Junge, wir haben ein Huge Wizard Westy gezogen. Nach ungefähr 200 Schlüsseln, würde ich sagen. Alter, das gibt's ja gar nicht, Leute. Mal gucken, wie der aussieht. Wow, ist der cool. Ey, der sieht ja richtig nice aus. Let's go. Wir haben da einfach einen rausgezogen nach... Boah, okay, jetzt hat sich natürlich gelohnt, Leute. Also ich glaube, wenn man halt so viele Schlüssel hat, wie ich sie habe, dass es sich einfach, also mit ein bisschen Glück natürlich irgendwann mal lohnt. Ich werde jetzt aber trotzdem, wir haben ja immer noch, 193 Schlüssel. Es könnte sogar passieren, dass wir nochmal einen rausziehen, Freunde. Ich werde jetzt nochmal die restlichen, werde ich jetzt natürlich auch noch durchballern. Aber wir sind jetzt wirklich schon absolut im Plus, geisteskrank. Oh, wir haben gerade noch ein Fortune-Buch bekommen, Leute. Mit Wert ungefähr, ist ziemlich gedroppt, das Fortune-Buch. Mit Wert 300k ungefähr. Ist nochmal ganz gut, aber ansonsten war jetzt bisher nichts da gewesen. Ich habe jetzt sogar hier meinen Autoklicker optimiert, habe mich richtig hingestellt, dass das ganze Zeit der Autoklicker durchläuft. Ja, also Ausbeute. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir vielleicht noch irgendwie einen geilen Charme oder so ziehen. Aber wenn man jetzt überlegt, Alter, wir haben schon, dass wir den gezogen haben. Wir haben nicht mal einen krassen Charme oder so gezogen. Nochmal ein Fortune-Buch. Nochmal 230k. Okay, das ist jetzt crazy. Das ist wirklich crazy, muss ich sagen. Dass wir das nochmal gezogen haben. Also, boah, wir sind schon gut im Plus. Also, wir sind jetzt wirklich schon sehr, sehr krass im Plus. Okay, Leute, wir sind durch. Und ich muss ehrlich sagen, wir hatten noch einen Bonus-Charme bekommen, der 3500 Gems wert ist. Ansonsten... Also, Real Rap, Freunde. Wir haben ungefähr Wert 7, 8 Millionen ausgegeben für die Crystal Keys. Also, hätten wir verkaufen können, theoretisch. Ich sage euch ehrlich, es hat sich jetzt natürlich gelohnt, weil wir das Huge Pad gezogen haben. Aber allgemein glaube ich eher, dass es sich mehr lohnt, diese Dinger zu verkaufen. Also, es lohnt sich, wenn ihr unter 200, 300 Schlüssel habt, würde ich euch eigentlich nicht empfehlen, die aufzumachen. Verkauft die lieber, nimmt die Gems und holt euch davon ein Huge Pad. Aber ansonsten, das war jetzt nicht so krass gewesen. Hier gibt es auch ein Huge Pad, Leute. Und zwar eine Huge Propeller Cat. Das dauert auch sehr, sehr lange, Freunde. Wir haben 233 Tickets. Man kann hier nicht irgendwie mehr spinnen oder öfter spinnen. Und die, ihr seht auch, die Wahrscheinlichkeit ist, dass wir die bekommen, ist relativ niedrig. Also die haben es sogar noch niedriger gemacht. Das ist halt auch nochmal das Ding. Ach, wartet mal. Bevor wir jetzt gleich einmal gucken, Leute. Wir haben noch zwei Charms bekommen aus den Kisten hier. Und da ist natürlich auch wieder nur Müll drin. Ne? Freunde, ich würde sagen, wir lassen diese 230 Tickets durchlaufen. Wie gesagt, im Optimalfall bekommen wir ein Huge Pad. Das wird aber jetzt richtig dauern. Ich hoffe, wir kriegen hier ein gutes Pad. Ich sag's euch ehrlich.
So, die ersten Spins sind durch. Ich spin jetzt auch einmal. Und das Ding ist, ey, die haben es ja ultra selten gemacht. Also, das war damals viel, viel einfacher, dieses Pad zu bekommen. Und ihr seht, wir haben jetzt hier einiges an neue Items bekommen. Aber, ja, also es ist... Das waren jetzt hier die ersten Dinge gewesen, aber es ist nichts irgendwie Krasses dabei. Schade, 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 schade. Erste Tickets sind weg, wir machen weiter. Also ich sag euch ehrlich, hier Leute, das ist der größte Scam. Also das ist wirklich glücksradmäßig. Boah. Also guckt euch bitte an, was hier für ein Müll rauskommt. Ist das frech. Ist das frech, Bro. Also, Leute, hier kommt wirklich nur Müll raus. Früher war es ja noch so gewesen, dass ab und zu dieses Huge Pad hier drin war. Und das ist jetzt gar nicht mehr drin. Das Ding ist, wenn jetzt mal das Huge Pad hier in diesem Glücksrad auftauchen sollte, ist die Wahrscheinlichkeit 0,1%, dass man das kriegt. Also Bro, ich verstehe es nicht, Leute. Die haben es leider so gemacht, dass es fast unmöglich ist, diese Katze zu ziehen. Damals war es doch deutlich krasser gewesen, aber ich glaube, da gab es einfach zu viele von. Und es ist, also, ich will mal kurz gucken, was ein Ticket wert ist. Bro, eins ist 10.000 wert. Also wir würden hierfür 1,8 Millionen kriegen und ich sag euch, Real Rap, es lohnt sich einfach nicht selber, diese Dinger hier aufzumachen. Guck mal, der Hauptpreis, guck mal, überlegt euch mal. Also ich glaube, ich werde die echt verkaufen. Guck mal, das ist der Hauptpreis, Leute. Der Hauptpreis, drei Kisten, kosten 163k und das ist die Wahrscheinlichkeit, das zu bekommen, ist bei 0,1%. Und ein Key bringt uns 10k. Also... Bro, guck mal, hier ist der Hauptpreis, das bringt nur 18,8k. Also, das ist der größte Witz, den ich erlebt habe. Und ich empfehle euch, macht selber dieses Spinny Wheel hier nicht auf. Es lohnt sich einfach nicht. Guck mal, jetzt haben wir 1000 bekommen, Diamanten. Wow, okay. Ein Dings hätte uns... Guck mal, hier ist der Hauptpreis. Der Hauptpreis bringt uns... Ja, okay, 500k. Okay, okay, okay. Manche Hauptpreise lohnen sich halt, aber manche halt gar nicht. Und das Problem ist dann, ich hatte noch nicht einmal 0,1% bekommen. Also, das ist halt das Ding. Ich habe nicht einmal auf 0,1% irgendwas bekommen. Also, Bro, es ist eigentlich... Ja, ich lasse weiter durchlaufen, aber ich sag euch, das ist noch... Also bei der Kiste hat man noch eine bessere Chance, irgendwas Sinnvolles zu kriegen als hier. Das Glücksrad ist wirklich größter Scam, sag ich euch Real Rap. Ey, ich sag euch wirklich, ich fühle mich so veräppelt von diesem Glücksrad hier. Ich weiß auch, irgendwas müssen die hier geändert haben mit dem Huge Pad. Also das Huge Pad wird hier gar nicht mehr angezeigt. Wann kriegt man denn diesen Jackpot-Preis? Wie gesagt, Freunde, es war vor ein paar Jahren das geändert gehabt. Es war so gewesen, das Huge Pad wurde hier angezeigt und dann hat man eine Wahrscheinlichkeit von 0,1% gehabt, das Huge Pad zu bekommen. Aber ich habe jetzt über 100 Drehs gemacht und mir wurde hier noch nicht ein Huge Pad angezeigt. Ja, also das ist voll weird, Leute. Entweder bekommt man das jetzt irgendwie zufällig oder ich weiß es auch nicht, aber das hier ist der größte Müll überhaupt. Oder die haben es irgendwie geändert, dass man es gar nicht mehr bekommen kann. Das könnte auch sein. Weil ich habe gehört, wenn man rein und rausgegangen ist, irgendwie aus dem Plaza, dass das Pad dann irgendwann gekommen ist und so und dass man das dann irgendwie einfacher handeln konnte und dass irgendwie richtig viele Leute auf einmal dieses Pad hatten, dass es da irgendeinen Fehler gab, könnte ich mir vorstellen, dass sie dann einfach gesagt haben, ja, okay, wir ändern das jetzt ab hier, das Lucky Wheel, und packen hier andere Sachen rein, wie zum Beispiel dieser Diamant-Potion. Ja, okay. Der Diamant-Potion würde mir jetzt 500k Diamanten bringen. Aber guck mal, Leute, ich muss euch mal eins sagen. Das Krasseste meiner Meinung nach ist, wenn man überlegt, 0,1%. Bei 1000 Drehs habe ich die Chance, 1000 Drehs,
eine relativ hohe Chance, dass ich einmal 0,1% schaffe, theoretisch gesehen, ne? Aber dann kriegt man hier zum Beispiel, überleg mal, dann kriege ich hier so ein Lightning-Buch raus, 0,1%, was 8.300 Gems wert ist. Also ich sag euch, wirklich, verkauft diese Tickets, um Gottes Willen, macht die selber auf. Also ihr seht, das ist hier komplette Katastrophe. Ich lasse jetzt einfach weiterlaufen. Vielleicht passiert ja noch irgendwie die große Sensation, dass wir hier ein Secret Gift bekommen oder sonst was. Aber ja, ich mache jetzt hier übrigens, by the way, schon seit anderthalb Stunden füge ich Schlüssel zusammen, mache Sachen auf und alles drum und dran. Und wir haben halt nur ein Huge Pet bekommen. Wenn ich überlege, wenn wir irgendwie was gehandelt hätten im Trading Plaza oder sonstige Sachen gemacht, hätte ich, glaube ich, mehr Plus gemacht. Also bisher weiß ich nicht. Diese ganzen Free-Sachen hier lohnen sich meiner Meinung nach gar nicht. Besonders wenn ihr schon ein Spieler seid, der wenig hat, dann verkauft lieber die Sachen und nimmt die paar Gems, die ihr dadurch kriegt. Oh, Leute! Wow! Wow! Habt ihr gehört? Wir haben hier den Jackpot-Preis gewonnen. Charmstones 3 Stück. Wow. Wow. Das erste Mal 0,1% nach 100 Drehs. Ist okay. Aber hier wird jetzt wieder nichts drin sein, weil, warte mal, was kriegen wir jetzt hier raus? Okay, jetzt kriegen wir erstmal den ganzen anderen Müll. Werden wir gleich sehen, was hier in den Charmstones drin war. Okay, Agility Charm und 2 Bonus Charms. Also, hätte ich lieber verkaufen sollen. Also, Junge, 5% Chance kriege ich ein Buch, was 1200 Gems wert ist. Junge, ich kann das nicht mehr, Leute. Das Spinny Wheel ist wirklich schlecht geworden. Ich glaube auch mittlerweile, man kann die Katze wirklich nicht mehr bekommen. Real Rap. Oh mein Gott, Leute, oh mein Gott, guckt euch das an. Ey, ist das ein Witz? Ist das ein Witz? Ich habe aus Versehen gerade gespinnt, aber Junge, das ist ein Witz, was sie gemacht haben. Das ist wirklich ein Witz. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man jetzt hier eine Propeller-Cat zieht, die ist bei 0,00001%. Ich habe jetzt gerade fast 200 Tickets damit verschwendet, diese Katze einmal zu sehen. Ein einziges Mal. Und logischerweise haben wir sie natürlich nicht bekommen. Also das ist der Größte. Also sie existiert noch, Leute, weil ich dachte eine kurze Zeit lang, sie existiert wirklich nicht mehr. Sie haben sie rausgenommen, irgendwie wegen den Bug oder so oder irgendwas. Aber das ist wirklich... Guck mal hier, der Hauptgewinn, 0,1% Midas Touch, 16,9k. Ich kann das nicht glauben, Leute. Ich kann das nicht mehr, Bro. Ich kann das nicht mehr. Oh, die Katze zum zweiten Mal, Leute. Hier ist sie. Und ja, guck mal hier, Leute. Deswegen haben sie auch... Also, deswegen ist es klar, warum sie die, denke ich mal, rausgenommen haben. Weil die existiert mittlerweile schon 19.000 Mal. Also, 19.000 Mal... wurde sie, weil vorher war es halt, wie gesagt, viel, viel einfacher, hier die Katze zu ziehen. Und ist, denke ich mal, klar. Also ist jetzt auch klar, 19.000 Mal existiert die bereits. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir innerhalb von den 23 Tickets noch irgendwas bekommen sollten. Ich werde die natürlich trotzdem durchballern. Fakt ist aber meiner Meinung nach, trotzdem hätten wir diese ganzen Tickets, die wir hatten, verkauft. Also deutlich mehr Plus. Deutlich mehr Plus. So ist das jetzt eher so, ja, müllmäßig, also komplett müllmäßig. Leute, hier ist sie nochmal, die Huge Propeller Cat. Werden wir sie bekommen? Wahrscheinlich nicht, 0,1%. Verdient hätten wir es, aber... Ja, was soll ich euch sagen, Leute? Okay, komm, die letzten 10 Tickets machen wir zusammen. Und ich werde... Also, für mich selber habe ich festgestellt, ich werde hier keine Sachen mehr öffnen. Erstmal kostet das viel zu viel Zeit. Wir haben jetzt fast 2 Stunden damit verbracht, hier alles zu öffnen. Und haben leider in diesen 2 Stunden wirklich nur absoluten Müllhaufen bekommen. Das ist halt meiner Meinung nach sehr, sehr peinlich. Gut, ich hoffe, dass... Also, außer wir ziehen jetzt natürlich die Cat, aber trotzdem würde ich euch definitiv davon abraten, irgendwie hier was zu machen. Weil es wird nichts. Also... Ich würde euch trotzdem, selbst wenn ich die Cat jetzt ziehe, klar, wenn ihr so auf gut Glück mal hier ein Ding aufmachen wollt, safe,
Aber ich weiß nicht, also... Es lohnt sich halt einfach nicht, ihr seht es halt selber, ne? Wenn ihr mal auf dem Glücksrad die Katze seht, klar kann man sein Glück probieren, aber alles andere, Bro. Das ist doch nichts. Das ist doch hier nichts, Leute. Das ist doch hier alles nichts. Das ist hier vom Feinsten mal wieder gar nichts. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenigstens ein Huge haben wir bekommen. Let's go. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, Leute. Das war's gewesen. Tschüss, bitte.